Ja, hallo Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist die nächste Folge Spannend Wars auf meinem Channel. Ja, in der ersten Runde sehen wir den Desert Bazinga vom Clan Odin. Sagt euch vielleicht was, das ist der Clan von O'Hare. Ja, Desert Bazinga ist ein ziemlich alter Freund von mir, der mit dem ich vor, ja, da habe ich noch gar kein YouTube-Videos gemacht, habe ich mit dem schon gespielt, dann hat er irgendwann aufgehört, kam dann wieder zurück und ist jetzt bei O'Hare untergekommen. Er spielt hier in der ersten Runde mit dem IS-6, mit dem Premium Heavy von den Russen, der Tier 8er. Und er hat noch einen Kameraden dabei aus seinem Clan, den 22 Manfred oder 22 Manfred. Ne? Hiermit nochmal Grüße an O'Hare, an Odin und natürlich auch an Desert Bazinga. Und in Runde 2 seht ihr mal wieder den Adi 2808 und der fährt den Type 4, den Type 4 schwer von den Japanern. So, starten wir mal die Runde hier, würde ich sagen, ne? IS-6 steht hier auch noch irgendwo so auf meiner Liste, aber ich komme im Moment gar nicht dazu. 175 Durchschlag, 390 Schaden mit normaler Munition, mit APC hat er 217 Durchschlag und hat noch 4 HE-Granaten dabei, ne? 61 Durchschlag. So. Wohin wird es ihn hier verschlagen? Er ist auf der Karte El Haluf in einem Begegnungsgefecht gelandet und es ist ja ein Mini-Tier 9 Match. Jede Seite hat einen Tier 9er und ansonsten geht's runter bis Tier 6. Gut, die Tier 6er sind da natürlich. Die haben mein Mitleid hier. Ne? So. Es geht Richtung Heavy-Klopper-Zone, wo sie sich immer die Köpfe einschlagen, die Heavys. Sein Kumpel fährt hier den T-34-3, auch eine geile Karre. Ist im Übrigen auch ein Premium-Panzer und sehr, sehr bouncy. Ist, glaube ich, ein Chinese aber. So. Und so geht es jetzt hier mit der russisch-chinesischen Fraktion Richtung. Der Gegner steht schon im Cap. Wahnsinn. Geht's hier jetzt in Richtung ne, hier oben A1, B2, A1, da oben diese Ecke, ne? Ja, der IS-6 hat ja irgendwann mal einen Buff bekommen vor kurzem oder zuletzt irgendwann bei irgendeinem Update, was die Panzerung angeht. Ist also jetzt sehr bouncy und abprallerig. Aber die Kanone ist halt eben nichts Großartiges, ne? Also da geht mehr. Da geht mehr auf jeden Fall auf dem Tier. So, jetzt gehen wir mal in seine Sicht und gucken mal, was er da hinten ausmacht. Oh, da kriegt er von der S51, kriegt er einen Hit und die zieht ihm gleich die Kette. Die S51 wird mit ihm noch ein zweites Aufeinandertreffen haben. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aber mehr erzähle ich jetzt nicht. Das müsst ihr euch selber angucken. So, er zoomt hier ziemlich raus, um den Überblick zu behalten und fährt hier, ja, hier oben geht's aber böse ab, mein lieber Mann. Und fährt hier wieder ein Stück zurück. Es steht 2:3, im Cap ist keiner mehr. Und jetzt wird er wohl versuchen, hier hochzufahren und irgendwie von hier die Gegner in die Flanke zu hitten. Also dem Gegner in die Flanke zu fahren. Jetzt geht er hier auf, das heißt eigentlich, dass da hinter ihm irgendwo einer sein müsste. Ja? Menschenskinder, ist hier was los? Hier ist ja richtig Stau. Das gibt es ja gar nicht. Immer noch 2:3 steht's. Und hier unten hat er jetzt den ausgemacht, der ihn wahrscheinlich auch gespottet hat. Der STA-2 da unten. Ja, der Korea-Petten versucht es von da unten. Der T49 hier, der weiß gar nicht so recht, was er machen soll, glaube ich. So, und der Desert Bazinga. Im Übrigen hat er mir mal irgendwann gesagt, dass dieser Name Bazinga wohl von der einen TV-Serie da ist. Ja, jetzt komme ich selber nicht mehr auf den Namen. Aha. Ihr könnt es ja unten drunter schreiben in die Kommentare, wenn es euch einfällt, wenn ihr es wisst. Oder vielleicht kann es der Desert ja selber mal unten drunter schreiben. Es war irgendeine TV-Serie mit so ein paar jungen Typen, die in irgendeiner WG leben. Der eine ist so ein Computerfreak, der andere ist, weiß ich nicht, Inder und so. Naja, egal, bleiben wir hier beim Match 4-3, die haben das Ding gedreht jetzt. Von einem 2:3 auf 4:3. Und jetzt hat er hier wieder den STA-2. Der T49. Ja, aber er interessiert sich natürlich den STA-2, wie es aussieht. Der nimmt wiederum den T49 raus. Der T49, der sowieso nicht wusste, wo hinten und vorne ist, wo er hinfahren soll. So kam es mir zumindest mal vor. Jetzt gehen wir mal in seine Sicht. Kann er dem STA... Er steht natürlich hier jetzt auch sehr gefährlich. Ne? Also, wenn er hier aufgeht, dann rappelt es im Karton.
der ich mal sagen, 4-6. Jetzt sieht so aus, als ob sein Team da oben den kürzeren zieht. Ne? So, jetzt aber hier auf den. Der bounced an ihm und er, ich weiß nicht, ob er gebounced ist oder wo der Schuss jetzt hingegangen ist. Ich weiß es nicht. Wieder ein Bouncer. Er schießt jetzt hier blind. Ja, Desert. Guck, dass du da wegkommst, weil ich gehe mal davon aus, dass sich irgendwann jetzt die Art dürftig einschießt. Sein Kamerad währenddessen nimmt da oben den Skoda raus. Kann weitere Hits landen, wie ihr seht. Bis jetzt hat er hier noch 0 Kills. Jetzt kann er aber wenigstens mal dem SDA hier einen in die Seite dreschen. Kriegt er da noch einen raus? Bisschen vorhalten, genau. Aber das brauche ich dem ja nicht zu sagen. Der kann halt ja hier. Zack! 7-8, erster Kill. So, schadenstechnisch habe ich im Moment hier leider die Einblendung nicht. Kann ich euch nicht sagen. Seht ihr aber dann nachher eine Auswertung. So, und jetzt geht es hier oben rum. Seinem Kameraden helfen, ne? Weil der sieht sich jetzt einer doch einer kleinen Übermacht hier oben entgegen. Er geht hier wieder auf. Ja, da wirst du. Kommst du auf den M103 drauf? Schwierig, schwierig. Jetzt steht der Super Pershing da noch im Weg. Aber er kann ihn rausnehmen. Sehr schön. 9-10. Währenddessen geht sein Kamerad da oben leider drauf. Aber er hat natürlich, ja, eine schiere Übermacht dagegen sich gehabt. 9-10 steht. Es geht jetzt in die heiße Phase, würde ich sagen. Jetzt entscheidet sich wahrscheinlich die Runde hier oben. Jetzt kommt auch endlich mal hier noch ein Spotter. Ein 7er M148, den habe ich doch vor kurzem erst in einem Replay gehabt. Er wird hier gekettet, repariert aber nicht. Lässt seine Crew das machen. Und was der M41 hier von ihm will, das weiß ich nicht. Und ja, guckt euch das an, was hier alles bounced. Ne? Also das haben sie. So viel zu dem Buff, den die IS-6 über sich hat ergehen lassen. Wir sind noch in seiner Sicht. Steht immer noch 9-10. Der Super Pershing versucht da von der Seite noch ein bisschen zu helfen. Was hat er hier? Ein flüchtender T-43-3. T-34-3. Den hat er rausgenommen. Das ist sein dritter Kill. Das steht jetzt 10-10. Und sein Team hat keine Arti mehr. So. 10-11, sie liegen wieder hinten. Jetzt hier dann T29. Jawohl, vierter Kill. Schön, auch den schönen. Und jetzt greift der M41 endlich mal ins Geschehen hier ein. Und versucht den 110er jetzt zu circlen. Und, aber der 110er ist nicht doof, der fährt hier in diese Senke rein. Da wird es schwierig für den M41, die Gun dann auch immer drauf zu kriechen auf den Gegner. Oh, da drückt ihm hier noch ein. Ich glaube, der kettet ihn sogar. Und jetzt ist er natürlich Arti-Futter. Oder? Oder der 110er nimmt ihn selber raus. Aber jetzt ist der Desert da und kann den 110er rausnehmen. Es steht 12-13, sie liegen immer noch hinten. Ja, der Gegner hat noch einen Panther 8-8 und zwei Artis und er ist alleine jetzt mit dem Korea-Petten. 5 Kills hat auf der Uhr, vielleicht kann er ja tatsächlich noch den Krieger hier rausholen. Bulldog, what the fuck? Tja. So. Dann hätten wir also hier, bis auf die Artis, nur noch Premium-Panzer im Spiel. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal. Ihr lieben Leute, jetzt gucken wir mal. Jetzt macht er hier das, was vielleicht auch am sinnvollsten ist bei zwei gegnerischen Artis. Er guckt jetzt erstmal hier aufs Cap. Wo ist der Panther 8-8? Und wo sind die beiden Artis? Der Panther 8-8 geht jetzt auf den Korea-Petten drauf. Und das sieht nicht gut aus, würde ich mal fast sagen. Da wird der Korea petten, ja, da kannst du auch noch Schaden anbringen, aber der geht hier raus. Und jetzt ist der Desert hier alleine gegen den Panther, der ihn jetzt eigentlich einfach nur noch spotten muss. Und zwei Artis, aber wenn die eine Art, ja, gut, die ist natürlich hier freiwillig. Ein Hit. Das Ding lädt auch einigermaßen schnell nach, wie man sieht, ne? Und da kann er, denke ich, auch den zweiten Hit noch bringen, ne? Zack. Krieger ist im Tank, wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Der Krieger ist drinne, 6 Kills. Schaden weiß ich jetzt nicht. Wohl irgendwo bei zwischen 2.000 und 3.000 Damage, würde ich mal fast sagen. Weil die ganzen Spotsfreunde, die er hier rausgeholt hat, das waren alles immer so One-Shots. Was grundsätzlich egal ist, weil rausnehmen muss ja einer, um das Ding zu gewinnen. Aber der Schaden, der war natürlich nicht, der kam dabei natürlich nicht rum. Ne. Aber das ist egal. Er spielt hier jetzt alleine gegen drei Gegner und einen hat er raus. Jetzt ist der
Jetzt ist der Panther noch da. Jetzt muss er natürlich auch versuchen, irgendwie die Felswand zwischen sich und der Arti zu halten. So dass er, falls der Panther ihn nochmal trackt, aber er hat noch ein Repkit, das ist auch geil. Hat er noch nicht benutzt. Dann kann er wenigstens noch den Felsen dahin zwischen sich bringen. Oh, schöner Hit. Der Panther hat ihn auch getroffen. Er schießt mittlerweile. Ich habe jetzt gar nicht. Oh, noch ein Hit. Ich habe gar nicht mitbekommen, wann er hier umgeladen hat auf APCA. Aber ist natürlich klar. Würde ich jetzt auch machen. Ne? Bei dem Stand würde ich hier nur noch die beste Munition verballern, die ich dabei habe. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Der Panther, er schätzt, dass der Panther hier runterfährt. Oh, jetzt ist er aber hier wieder offen für die Arti. Vorsicht, der Panther sieht ihn nicht. Und er wartet. Der wartet. Der Fahrer hat er eben noch rausgeschossen und jetzt bin ich gespannt. Die Arti schießt hier hin. Jetzt rappt er. Jetzt rappt er. Und jetzt geht's ins Cap. Den Fahrer hat er auch nochmal geflickt, wollte ich jetzt gerade sagen. Den Fahrer hat er sozusagen durch einen Wunderheiler, den er dabei hat im Fahrzeug. Der sitzt immer hinten, ganz hinten drin. Hat er den Fahrer geheilt. Ne? Also der Wunderheiler. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht die S51? Wir gehen mal in seine Sicht. Er macht die Sicht, er zoomt hier jetzt schön raus, dass er auch sieht, wenn irgendwo ein Baum fällt. Denke ich mal. Er hat 7 Kills auf der Uhr. Wenn er die Arti jetzt noch rausholt, dann gewinnt er das Spiel und er hat Radley Walters abkassiert. Und das ist doch mal eine Leistung. Ne? Also ich meine, 8 One-Shots wegzumachen, wobei die ja nicht alle 8 One-Shot waren, musst du auch erstmal schaffen. Ja? Also falls hier jetzt einer sagt, ja, der hätte ja eigentlich nur 8 Granaten gebraucht, ne? Das musst du auch erstmal machen. So, wo kommt jetzt die Arti? Weil die muss kommen, um zu decappen, sonst ist das Ding hier... Oder sie schießt blind hier hin und landet einen Zufallstreffer. Dann ist das ein Unentschieden, ne? Weil die Zeit reicht dann nicht mehr, nochmal um zu cappen. Es sind noch 3 Minuten und er hat noch... 3 Minuten sind noch zu cappen und 4 Minuten ist noch Zeit. Also ein Zufallstreffer von der Arti, dann ist das Cap erledigt. Erstmal einen Kaffee. Erstmal einen Schluck Kaffee. Also sie haben jetzt zusammen schon 8 Kills im Zug. Das ist auf jeden Fall auch eine Leistung. Und da ist sie! Da ist die Arti! Jetzt ist es natürlich schwierig. Wir bleiben in seiner Sicht. Er hat immer noch APCR geladen. Jetzt umzuladen ist sowieso, also... So, die S51, ihr wisst das, die hat, wenn die große Gun drauf hat, ist das, glaube ich, eine 220mm Kanone. Und wenn die ihm in den Arsch hier schießt, dann kann es durchaus sein, dass die ihn hier rausnimmt. Er hat ja nur noch 616 HP. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Der Cap ist im Moment erledigt, weil die Arti steht auch im Cap. Also jetzt muss hier... das ist hier jetzt der Showdown, ne? Das ist mal Fakt. Wer nimmt jetzt hier wen raus? Er versucht sich jetzt hier langsam ranzutasten. Er will sie locken. Vielleicht schießt sie ja und dann hat sie verloren. Aber die Arti, ich denke mal, die wird sich genau einaimen und wird sagen, der Schuss muss sicher sein. Wo kommt er da drauf? Das ist eng. Da ist der Puls da, ne? Da hast du echt Puls. Oh, sieht oben die Ecke. Ja! Und er ist raus. Da ist er raus. Das Ding ist durch. 8 Kills. Radley Walters hat da drinnen das Ding noch gewonnen. Eine richtig schöne Runde von Desert Bazinga. Und ich sag nochmal danke für das Einsenden von dem Replay. Schaut euch die Auswertung an. War auf jeden Fall zum Ende hin nochmal richtig spannend geworden. Und ich glaube, der Typ mit der Arti, den hätten sie mit dem Lasso einfangen können, wenn der das Ding hier gewonnen hätte noch. Ne? Also Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in Runde 2 mit dem Type 4 Schwer von Adi2808. Bis gleich. Und hier sind wir dann in Runde 2 mit dem Type 4 Schwer, wie angekündigt vom Adi2808. Ja, ein wahres Monstrum, wenn man sich den Oho daneben dran mal anguckt oder den KV4. Ja, das Ding ist fast so groß wie die Kirche da hinten. Ja,
Ja, gut, okay. Also, zweite Runde Spannend Wars. Wir sind auf Fjorde. Er hat eine 127 mm Kanone drauf und hat hier mit normaler ja, Teil-AP-Munition 230 Durchschlag, 450 Alpha. Dann hat er hier die panzerbrechend Haube allgemein. Keine Ahnung, das werden wohl Heat-Granaten sein mit 258 Durchschlag. Und dann hat er hier noch HE. Die machen 610 Schaden, wenn er dann mit 64 Durchschlag durchkommt. So, wie gesagt, Fjorde, neuner Match. Also ist hier ein schöner Top-Tier und er hat einen weiten Weg vor sich. Er hat einen weiten Weg vor sich mit diesen unglaublichen 17 km/h auf ebener, sogar leicht abschüssigem Gelände. Und fährt natürlich Richtung Heavy-Route da hinten, sag ich mal. Ansonsten guckt euch das mal an. Die Karre hier ist ein wahres. Ist ein wahres Monster. Ich will jetzt von dem Type 5 schwer noch gar nicht reden, aber der hier ist ja schon, und ihr seht, diesen Stahlkoloss muss man erstmal eine Böschung hoch schaffen. Ne, der fährt hier mit 8 km/h hoch. Das ist ja Wahnsinn. Sollten vielleicht mal, wie viele Granaten hatten der dabei? 80. Vielleicht sollten sie mal 40 rausschmeißen. Dann sind sie ein bisschen schneller. Das ist ja der Hammer. Die braucht er eh alle nicht. So, KV4, schön in die Seite zimmern. Komm. Dann lässt er den da durchfahren. Da lässt er den da durchfahren. Also das hätte ich ja jetzt nicht gemacht. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt hier wieder die Schadensanzeige und so weiter, WN8 und alles aktiv habt wieder, indem das ist jetzt dem Replay geschuldet. Dieses Replay ist noch von vor 9.15 und aus dem Grund waren hier Mods installiert und deswegen seht ihr das hier alles. Eben in der Runde davor konntet ihr das nicht sehen. Im Übrigen glaube ich, weiß ich jetzt auch, wie die Serie hieß, von der ich eben geredet hatte. Das war die Big Bang Theory oder so heißt das, glaube ich. Und da ist wohl irgendwie der Name Bazinga. Ja. Was haben wir? Oh, guckt dir das an. Da zimmert der dem Jagdtiger 88500 in die Frontplatte. Da wisst ihr Bescheid. Und der jetzt auch. Der weiß jetzt auch Bescheid. Ne? Also das Ding ist ja vorne ziemlich gut gepanzert. Und der durchschlägt den einfach hier. Ne? Ja, der Spick. Der Spick will ihm hier durchschießen, ne? Also durch die Front. Ja, es gibt gar keine Arti, sehe ich gerade. Das interessiert ihn jetzt hier auch alles gar nicht. Er fährt hier jetzt einfach weiter. Der LTTB, der will hier einen Spot machen oder was, ne? Ja, Jagdtiger. Oh, siehste? Jetzt ist er hier tatsächlich an dem Jagdtiger abgeprallt frontal. Aber es interessiert ihn alles nicht. Er fährt hier einfach weiter. Einfach geradeaus. So, Jagdjäger, mein Freund, der versucht ihn hier zu durchschlagen. Jetzt schießt der Spick, oder was schießt hier mit AE? Das schmeckt ihm natürlich gar nicht und ich glaube, er hat sich auf den Spick jetzt rausgeguckt. He? Jo. Sagt der Welt auf Wiedersehen, Spick. Oh, da zündet der den noch an. Leider geht der Kill nicht auf seine Rechnung. 6-1, ey, wenn der so weitermacht hier, dann wird das noch eine Runde für kurze 15. Oder wie? Jetzt schiebt er hier, der Jagdtiger versucht ihn oben in seine Kommandantenluke zu schießen, aber es ist zu spät, mein Freund. Es ist zu spät. Jagdtiger ist Geschichte. 7-3, das Ding hier geht klar auf die Rechnung von seinem Team. Die gewinnen das hier, ja oder doch, nicht. 7-5 nur noch. Jetzt kommt hier ein Panther 2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Panther, wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Auch für dich ist jetzt die Runde beendet, mein Freund. Jo, ne? Zweiter Kill. Er hat wie viele Schüsse ins Ziel gebracht? Jetzt 8 Schüsse. Er hat 3000 Schaden gemacht. Die WN8 ist schon lila. Es steht 9-8. Also es ist trotzdem immer noch knapp hier. Ne? Ist immer noch knapp. Oh, was haben wir hier? Ein E50. Ein E50, ne? Der schießt äußerst schnell. Da muss er jetzt vorsichtig sein. Und der kann ihn auch durchschlagen, wie ihr seht. Oder? Da hat ihn doch durch. Ja, mit APCR hat er dem eine 325er gedrückt. Was hat er denn hier? Oh, im IS 500 in den Turm. Ob der noch Spaß in der Runde hat, das bezweifle ich auch. Wir sind bei 3800 Schaden. Ja, T10. Hier ist nicht Platz für euch alle. Da fahr doch einen Meter nach rechts. Da leck mich doch am Arsch. Also da kennt ich immer. Was haben wir hier? Ein Mutz? Oh, yes. Hä? Wieso ging der nicht durch? Wo hat er dem denn hingeschossen?
Und was hat er jetzt hier schon alles gebounced? Würde ich jetzt, sehe ich das irgendwo? Ah ja, da oben. 2500 hat er jetzt mittlerweile gebounced. Das reicht noch nicht für die Mission, die er hat. Aber hier haben wir ja noch. Der IS hat ja noch was zu gut. Ne? So, jetzt hat er hier gerappt. E50. Ja, der E50 ist wirklich ein niederträchtiger Gegner hier. Also immer vor, schießen zurück und weg und weg und weg und dann wieder raus. Oh, ich glaube, jetzt geht er drauf auf den E50. Oh. Wir hatten jetzt den Stein hier in den Weg gestellt. Das gibt's gar nicht. Ja, jetzt sitzt er hier zwischen. Ja, schön. Dritter Kill. Das war jetzt wichtig, dass der rausging. Der IS ist auch. Irgendjemand schießt immer noch auf ihn. Ach, der Mutz. Guck mal, der Mutz. Da oben ist er doch. Pating. Der ist. Kriegt ihn nicht rein. Kriegt ihn nicht rein. 12-9. Das ist doch eine klare Geschichte hier. Oh, Tiger 2 ist auch noch da. Und irgendwo steht noch ein Skorpion. Jetzt hat er keinen Munitionslager mehr, wollte ich gerade sagen. Er hat zwar noch eins, aber das haben sie ihm zerschossen. Also hier fliegen jetzt die ganzen Granaten im Panzer hin und her und alles ist durcheinander und was weiß ich, ne? Und das braucht dann Ladezeit technisch wesentlich länger und er kann nicht mehr rappen. Also, jetzt wird das Ganze hier nochmal lustig. Oh, Tiger, Tiger, Tiger. Tiger fährt im richtigen Augenblick zurück. Der Skorpion G kann den Leopard-Prototyp rausnehmen. Jetzt steht es hier nur noch. Oh, wieder so ein Schuss. Wo ging der jetzt hin? Meine Güte, das gibt's gar nicht. Der Tiger, er steht richtig gut da hinten. Und hittet ihn hier erneut. So, jetzt hat er den Kommandanten auch noch zerschossen, zerschrotet. Hätte er jetzt einen Wunderheiler dabei, wie eben der Desert? Oh, hat er. Der Wunderheiler lag wohl irgendwo unter den Granaten. Gut, er hat den Kommandanten jetzt wieder geheilt. Und es steht 12. Der Tiger trifft ihn wieder. Immer wieder oben in die Kommandantenluke. Der Hammer. Jetzt hat er hier noch 79 HP. So, und wenn der Tiger noch so einen coolen Schuss abgibt. Boah. Ah, jetzt guck mal hier. Die Freunde der Nacht sind da. Tiger, jetzt ist Feierabend. Ja, das denkt er sich jetzt auch und sagt, so. Der Tiger kann mich jetzt mal am Arsch lecken. Boah, der Skorpion G nimmt da hinten noch den KV-4 raus. Es sind 3 gegen 2 jetzt noch. Da vorne hat er jetzt noch den Skorpion G und irgendwo ist auch noch der Mutz. Jetzt müssen wir mal gerade gucken auf die HP. IS-6 ist auch nicht mehr so prickelnd. Also den kann der Skorpion rausnehmen. Der Oho ist noch voll. Das ist gut, das ist gut. Aber ich, jetzt guckt euch mal die Karre hier an. Ne? Fahrer schon, den Kommandanten schon mit dem Wunderheiler bearbeitet. Irgendwie schon, was hat er noch kaputt gehabt eben? Jetzt geht er hier auf. Munitionslager kaputt, Kette halber kaputt, Seeschlitze, die sind auch total zerschrottet. Also die Karre ist, oh, hier bounced es wieder von vorne, guckt euch das an. Die Karre ist totaler Schrott eigentlich. Der braucht nur noch ein, weiß nicht. Ja, oho, mach du das mal jetzt, sagt er sich hier. Geh du mal gucken. Er liegt hier bei knapp 5000 Schaden. Aber das Ding, und er hat 7100 mittlerweile geblockt. Das heißt, er hat die Mission geschafft. Ja, er muss 3000 Schaden machen. Dann gucken wir nochmal. Er muss das Dreifache seiner Strukturpunkte abwehren. Und Strukturpunkte hat er 2050. Das wären 6150. Hier hat er locker drin. Also, Mission geschafft. Gratulation. Jetzt geht's aber hier den letzten Gegnern noch ans Leder. Hier 6. Wo ist der Mutz hin? Ja, cappen sollen sie. Capped, capped. Da ist der Oho im Cap drinne. Da hinten ist der Skorpion. Und wo ist der Mutz? Der kann doch nicht verschwunden sein, der Mutz. Da hinten ist er nicht. Auf jeden Fall mal Fakt. Er hat noch 3 HE-Granaten. Die hat er sich wahrscheinlich extra jetzt ausgesucht, um dem Skorpion eine zu drücken. Aber jetzt, die werden jetzt einen Teufel machen, sich hier einfach so zu zeigen. Und der Oho ist hier am Cappen. Der cappt hier. Da ist der Skorpion IS-6. Vorsicht! Vorsicht! Jetzt... Leck mich am Arsch. Jetzt kommt der Mutz von der anderen Seite. Jetzt ist hier 2 gegen 2. Er hat noch 70 HP, also...
Jetzt kriegt der Oho auf die Fresse. Kann der Oho da was machen? Ja! Dann nimmt er... Oh, scheiße! Der Mutz nimmt ihn hier raus. Fuck! 5200 Schaden. 4 Kills. WN8 von 7600. 7000 Schaden geblockt. Es steht jetzt Oho gegen Panzer 58 Mutz. Was kann der Oho jetzt hier noch machen? Er schreibt schon, bitte gewinnen, wegen der Mission wahrscheinlich, ne? Wo schießt denn der hin? Schöner Hit und er brennt. Aber er geht nicht raus. Er geht nicht raus, er hat gelöscht. Gut, der Oho natürlich dann auch mit einer bösartigen Kanone, ne? Ist klar. So, Mutz, eigentlich ist das jetzt hier scheiße, was du machst, weil der Oho, ja. Und da ist das Ding gewonnen. Wahnsinn. Also der Mutz hätte vielleicht ein bisschen schlauer spielen müssen. Ich weiß es auch nicht. Aber so drauf zu fahren, dann Gratulation für das Schaffen der Mission natürlich. Das ist klar. Und ja, schaut euch die Auswertung an. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Hier ist der Bambam und hier ist das nächste. Ja, in dem Fall spannend war es. Bis dahin. Tschüssikowski.